Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich bin hier gerade im Wald, wie du siehst, und hatte wieder einen guten Gedanken, den ich gleich mal in ein Video pressen musste. Und zwar, das Thema Allergie bei Hunden ist ja omnipräsent. Ne? Es geht ja immer um Allergie, sämtliche Allergietests, Desensibilisierung, Cortison, hypoallergenes Futter, Ohrenentzündung und der ganze Dreck. Alles, was damit dranhängt, Hautprobleme, Juckreiz und so weiter und so fort. Und als nächstes kommt ja dann immer die Sache mit den Medikamenten. Das heißt, dann kriegen die Hunde also Medikamente verschrieben und nach Cortison ist ja immer derselbe Ablauf. Gibt Cortison 1, 2, 3, 700 Mal und dann irgendwann kommt das Apo und dann irgendwann kommt das Zytop und dann kommt am Ende noch Atop. Und eine Sache, die glaube ich auch vielen Hundehaltern gar nicht bewusst ist, weil sie es auch nicht verstehen können, und das muss ich einfach jetzt mal hier an dem Beispiel Wald mustergültig erklären. Ich hoffe, der eine oder andere Hundehalter wird dieses Video irgendwie zu sehen kriegen, der gerade ganz glücklich darüber ist, dass sein Hund jetzt das neue cortisonfreie Medikament kriegt und die Symptome weg sind. Der hat eine Sache nicht verstanden, und zwar am Beispiel von dem Wald kann man es sich am besten erklären. Stell dir vor, der Wald hier brennt. Der Wald brennt. Waldbrand. Und gut, heute hat jeder ein Handy, aber früher hatte man ja noch sowas wie ein Kabeltelefon. Da hatte man so ein Kabel dran und dann hing das am Telefon und so weiter. Und was dieses Medikament im Grunde macht, ist nichts weiter als dieses Kabel durchschneiden. Das heißt, die Signaltransduktion, die Signalübertragung wird unterbrochen. Das heißt, der Wald brennt, du greifst zum Telefon und einer kappt einfach die Leitung. Und du kannst keinem Bescheid sagen, dass der Wald brennt. Und so ist es bei diesen Medikamenten. Oh, wir haben hier Juckreiz in der Haut. Es ist alles ganz schlimm. Wir haben hier riesige Hotspots, Ausleitungs. Hier wurden Spritzen gegeben. Die Haut, so, Haufen Probleme auf der Haut. Der Hund hätte eigentlich Juckreiz ohne Ende, aber zum Glück hat man ja einmal durchgeschnippelt. Und die Signalübertragung von der Zelle zum Nerv, zum Gehirn, die dann am Ende auch Juckreiz auslöst, von wegen, wir müssen uns da mal kratzen, ne? Gehirn an Muskel kratzen, das wird einfach durchgezwackt. Und schwupps ist der Juckreiz weg. Ja super, herzlichen Glückwunsch, kannst du feiern gehen für 1, 2, 3, 5 Monate. Es ändert aber nichts daran, dass der Wald immer noch brennt. Wenn du den Kopf in den Sand steckst, ändert es nichts daran, dass die Gefahr immer noch da ist und der Wald immer noch brennt. Und das ist genau der Wirkmechanismus von diesen Medikamenten, und zwar von allen modernen Allergiemedikamenten, die ich da eingangs gerade erwähnt hatte. So, ist im Grunde wie bei so einer Herdplatte. Du fasst auf den Herd, der Herd ist heiß, aha, Gefühl heiß, Reiz über den Nerv ans Gehirn, da ist es heiß, Gehirn sagt, oh, dann mach mal einen Muskel, zack, dann müssen wir die Hand wegnehmen. So, nur hier ist es, du fasst auf die Herdplatte und mit dem Medikament kommt der Reiz, es ist heiß, nicht mehr beim Gehirn an, weil diese Signalübertragung durchgeschnippelt wurde. Und deswegen wird auch die Hand nicht weggenommen und deswegen bleibt die Hand auf der Herdplatte und verkohlt. Und das ist genau das, was passiert mit der Haut und dem ganzen Organismus im Übrigen, dem ganzen Körper von Hunden, die über Monate und vielleicht sogar Jahre mit diesem Dreck behandelt werden. Und das muss bei Hundehaltern irgendwann auch mal ankommen, dass sie ihre Tiere damit zugrunde richten. Und zwar auf Raten, aber ja, langsam aber sicher. Und dafür noch jeden Monat zahlen und sich dann zwischendurch noch freuen. Ah, guck mal hier, das neue Allergiemedikament. Die Symptome haben wir jetzt endlich mal in den Griff bekommen. Zytobib hat bei mir nicht geholfen, aber jetzt haben wir ja zum Glück das nächste, das Atop oder whatever. Ihr richtet eure Viecher selber zugrunde und freut euch noch drüber, dass ihr teilweise Pause habt und das, also teilweise eure Ruhe habt. Und das Geilste daran ist, dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr oder spätestens, keine Ahnung, wie lange der Körper das aushält, aber nicht lange. Kannst du dir ja vorstellen, wie lange das geht, wenn man seine Hand auf der Herdplatte hat und die eigentlich heiß ist, man die eigentlich direkt wegziehen würde. Das macht der Körper nicht lange mit. Und am Ende, wenn der Hund dann nämlich austherapiert ist, was von Tag 1 an vorhersehbar ist, dann ist die Haut nekrotisch. Die Haut löst sich ab, die Haut löst sich auf.
Üble Hautwunden. Wir haben schon weiße Hunde gesehen, die komplett rot waren. Der ganze Hund war blutig gekratzt. Das ist, sieht grauenvoll aus. Die Tiere kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Die kratzen sich den ganzen Tag, nachdem man diese Medikamente mal versucht hat abzusetzen. Wenn es überhaupt geht, ist es eigentlich unerträglich für die armen Tiere. Man kann es nur ganz langsam dann ausschleichen. Und vor allen Dingen, wenn dann der Hund von dieser ganzen Chemie einen Tumor zum Beispiel hat, einen Lebertumor, Klassiker, oder eine Niereninsuffizienz, was die völlig vorhersehbare und unvermeidbare Konsequenz fast schon von diesem Dreck ist, dann ist niemand mehr in der Lage, das irgendwie in Zusammenhang zu bringen. Ja, ups, wir haben ihn jetzt mit ein Jahr mit behandelt und jetzt hat er leider einen Lebertumor oder er hat einen anderen Tumor, ist ja scheißegal welchen. Aber es hat ja damit nichts zu tun, weil es ist ja schon ein Jahr her. Nee, das war damals, das war nicht so viel. Wir haben das auch gut eingestellt und das war auch nur eine kleine Dosis. So, hier kommt gerade so einer. Hier kommt gerade so eine kleine übergewichtige Wurst, viel zu fett. Und da will ich gar nicht nachfragen, womit der... Die Thematik ist immer die gleiche. Ne? Aber... Ich kann nicht mehr durch den Wald gehen, ohne dass mir die Beweise ständig vor die Füße laufen. Es ist absolut krass. Und dein Hund kann nichts dafür. Du als Halter musst es einmal raffen. Du als Halter musst einmal raffen, dass es keine Wunderpillen geben kann. Und dass dir diese Suche nach irgendwelchen Tipps und Hinweisen nie helfen wird. Die Wunderpille ist ein Pharma-Marketing-Gag, eine Strategie, die überragend funktioniert offensichtlich und auf die Leute bis heute reinfallen, aber sie hilft dir und deinem Hund überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist ein Sterben auf Raten, bei dem du aber schön stillhältst, es mit dir machen lässt und dich parallel noch freust, ah ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, hahaha, guck mal, diese Pumpe sind fast alle weg. Wir haben ja ein neues kortisonfreies Medikament, hahaha. Es ist alles so bizarr und vor allen Dingen haben diese scheiß Medikamente auch noch das, wogegen sie gegeben werden, das Symptom, wogegen sie gegeben werden, haben sie meist auch noch als Nebenwirkung im Beipackzettel sogar drinstehen. Geh mal rein zu deinen tollen neuen kortisonfreien Allergiemedikamenten und guck mal auf die Nebenwirkungen. Da wirst du fast alles, wogegen sie gegeben werden, auch als Nebenwirkung finden. Das ist ja interessant. Wie kommt das denn zustande? Das heißt, wenn du nicht mal anfängst, deine Hirnmasse mal zu benutzen und deinen Kopf mal nicht nur zum Haare schneiden benutzt, sondern auch mal dir diese Zusammenhänge mal bewusst machst und dann eine bewusste Entscheidung triffst, da auszusteigen. Also ich will den Satz gar nicht zu Ende führen, weil es ist ein Sterben auf Raten und du bezahlst dafür. Du investierst buchstäblich dein Geld in Tod und Krankheit. Ich kann es echt nicht anders sagen, weil wir davon inzwischen so viele Hunde und ihre Halter haben. Das ist unerträglich und die armen Viecher kratzen sich tot, wenn man diese scheiß Medikamente einmal absetzt, weil es ist ja klar, der Wald brennt ja über Monate und die Hand ist ja auf der heißen Herdplatte über Monate, aber es kommt kein Signal oben an, dass da irgendwie was falsch ist. Und deswegen wird der Schaden auch immer größer, aber der Körper merkt davon nichts, weil die Signalleitung durchgeschnitten ist. Und du freust dich, diese trügerische Ruhe. Die trügerische Ruhe vor dem Sturm. So wie in der Politik heute. Guter Schlusssatz, weil wir wollen ja nicht den Kanal hier gesperrt kriegen im Rahmen der Meinungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung wegen Sachen, die eh für jeden offensichtlich sind, der 2 und 2 zusammenzählen kann. Ich bin bloß Tierarzt, aber das Ganze auch noch eine größere Dimension hat, das ist ja, glaube ich, jedem klar, der mit offenen Augen durchs Leben geht. Insofern lange Rede keinen Sinn. Zusammenhänge, Ursachen verstehen und das große Ganze. Das ist das, was dich langfristig weiterbringt. Da können wir dir gerne bei helfen, auch wie man den ganzen Chemie-Quatsch da absetzt, wie man den aus dem Körper auch wieder ausleitet, da geht es nämlich weiter. Aber Fakt ist, wenn du jetzt gerade dich freust, dass dein Allergiepatient symptomfrei ist, wirst du ein sehr böses Erwachen haben. Bisschen dolleres Video, aber das ist einfach mal notwendig gewesen. Und ja, dann wie gesagt, Likes und so weiter, Abonnenten freuen mich immer sehr. Aber am Ende muss die Botschaft hier an die Hundehalterwelt raus. Ich habe nichts davon, wenn hier ich ganz viele Likes auf meinem Video habe und trotzdem nur so eine Hunde sehe wie den hier, die halt völlig aus allen
Ach, Gottes Willen. Gut, also dann bis zum nächsten Video. Bis dahin, beste Grüße, dein Tierzock der Franz.